Die Heritage-Modelle von Circular zeichnen sich durch eine klassische Linienführung aus und durch hochwertige Verarbeitung, Werke mit einem historischen Bezug und einen hohen Tragekomfort. Ich freue mich, diese beiden Uhren in dem Video im Detail vorstellen zu können. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute möchte ich dir zwei Uhren aus der Heritage-Serie von Circular zeigen. Und zwar handelt es sich einmal um das schwarze Modell mit dem Handaufzugswerk und dem goldplattierten Modell mit dem Automatikwerk. In beiden Uhren sind historische PUW-Werke aus den 70er Jahren verbaut und die Uhren sind in meinen Augen sehr gelungene klassische Uhren, die sich extrem gut tragen lassen und zudem auch wirklich gut verarbeitet sind. Wenn euch solche Videos gefallen, wenn dir solche Videos gefallen, dann lass doch gerne ein Abo da, schreib in die Kommentare, was du eventuell in der Zukunft sehen möchtest oder auch was dir nicht ganz so gut gefallen hat und dann kann ich das wahrscheinlich auch umsetzen. Aber jetzt soll es sich um die Uhren handeln. Ich zeige euch in diesem Video zwei Uhren der gleichen Modelllinie. Es handelt sich hierbei um die Circular Heritage Linie. In den Uhren sind historische PUW Pforzheimer Uhrenrohwerke Werke verbaut. Wir haben auf der einen Seite die schwarze Uhr mit einem Handaufzugswerk und die weiße Uhr mit dem goldbeschichteten Gehäuse mit einem Automatikwerk. Die schwarze Uhr hat eine limitierte Auflage von 499 Stück. Verbaut ist das Werk PUW 561, welches von Circular in 5 Lagen reguliert wird. Das Saphirglas ist zweifach gewölbt und entspiegelt. Die Uhr hat einen Durchmesser von 39 mm. Bei einer Bauhöhe von lediglich 9,9 mm. Die Uhr Made in Germany hat eine Wasserdichtigkeit von 5 bar, entspricht 50 Metern, einen Bandanstoß von 20 mm sowie einen Horn-zu-Horn-Abstand von 45,6 mm. Die Bänder sind mit einem Schnellwechselsystem ausgestattet, sodass ein Bandwechsel schnell und problemlos möglich ist. Und was ich sehr faszinierend finde, diese Werke sind alte PUW-Werke zu 100% hergestellt in Deutschland, bekannt aus den 70er Jahren als sehr zuverlässige, robuste und genaue Werke. Diese Auswahl des Werkes unterstreicht den Bezug der Firma Circular zu dem Standort Pforzheim. Aus der gleichen Serie habe ich hier das Modell mit der 41 mm im Durchmesser messenden Automatikvariante. Ebenfalls ist dieses Modell limitiert auf 499 Stück. Das verbaute Werk ist hier das PUW 1661, welches ebenfalls in 5 Lagen reguliert wird. Auch hier haben wir ein zweifach gewölbtes und entspiegeltes Saphirglas. Den Durchmesser von 41 mm hatte ich erwähnt. Die Uhr hat eine Bauhöhe von 11,8 mm. Auch dieses Modell ist Made in Germany und bis 5 bar wasserdicht. Der Bandanstoß beträgt ebenfalls 20 mm, aber da die Uhr insgesamt etwas größer ist, ist der Horn-zu-Horn-Abstand hier 48,3 mm. Auch hier sind Bänder mit dem Schnellwechselsystem verbaut. Auch dieses Werk PUW 1661 ist ein historisches Werk und auch hier wird bewusst
der Bezug zum Standort Pforzheim mit dem Werk und der Auswahl des Werkes unterstrichen. Jetzt wollen wir doch mal schauen, wie die beiden Uhren am Arm aussehen. Aktuell habe ich eine andere Uhr aus Pforzheim am Arm. Und zwar die Archimede Outdoor 41. Die 41 mm Circular Heritage sieht wirklich gut aus, passt von der Größe her gut und ist natürlich eine sehr, sehr edel aussehende Uhr. Die 39 mm Variante trägt sich ebenfalls sehr angenehm. Ich finde sie an meinem Arm noch ein klein wenig angenehmer. Aber beide Uhren sind wirklich eine Augenweide und sehr, sehr angenehm. Beide Uhren, die ich hier vorliegen habe, sind wunderschön verarbeitet. Die Indizes sind aufgesetzt. Die Zeiger sind gebläut. Ich weiß nicht, ob es im Video gut rüberkommt, aber die Punktminuterie ist ebenfalls blau, was im Zusammenspiel mit den Zeigern einen wunderschönen Effekt ergibt, sodass die Uhr nicht nur klassisch golden rüberkommt, sondern auch einen etwas modernen, sportlichen Charakter beibehält, obwohl es natürlich eine sehr klassische und edle Uhr ist. Das Gehäuse ist schön gemacht. Die Gehäuseflanke ist mattiert und der Topring ist poliert, sodass die gesamte Uhr eine unterschiedliche Lichtreflexion hervorruft, was mir wirklich gut gefällt. Der Boden ist aus Edelstahl und verschraubt. Die Krone ist nicht verschraubt, es ist eine Krone zum Ziehen und Drücken. Allerdings ist die Kronenform der signierten Krone auch ein klein wenig außergewöhnlich. Das habe ich in dieser Form noch nicht so oft gesehen. Hier heißt es nicht nur Krone, es sieht auch aus wie eine solche. Zunehmend häufiger, aber noch lange nicht Standard, sind die Schnellwechselstege, die einen Bandwechsel ermöglichen, ohne Gefahr zu laufen, das Gehäuse zu verkratzen. Auch bei der Uhr mit dem Handaufzugswerk in der 39 mm Variante sind die Indizes aufgesetzt. Die Zeiger sind hier nicht gebläut, sondern blauer, polierter Edelstahl. Eine Uhr, die etwas weniger sportlich wirkt als die eigentlich im ersten Blick eleganter wirkende Golduhr, aber durch die Farbakzente empfinde ich die goldene Variante in der Tat noch ein klein wenig sportlicher als die schwarz-silberne. Auch hier ist das Gehäuse im Wechsel mit dem polierten Topring und den mattierten Seitenflanken gehalten. Dadurch, dass hier das gesamte Gehäuse Edelstahl ist, passt sich der verschraubte Stahlboden noch etwas besser in das Gesamtbild ein. Auch hier haben wir wieder die Krone mit der besonderen Form, auch hier nicht verschraubt, sondern eine reine Zug- und Drückkrone. Und wieder ebenfalls die Bänder mit dem Schnellwechselsystem. Schauen wir uns die Uhren doch einmal bei Nacht an.
Hier haben wir die 42mm Variante, hier die 39mm Variante und wie man sehen kann, beide Uhren sind in der Dunkelheit ablesbar, aber es sind ganz eindeutig Anzugsuhren, Dressuhren und nicht dafür gemacht, als Toolwatches in der Nacht, die ganze Nacht über eine Ablesbarkeit zu gewährleisten. Aber wenn man von sehr hellem Licht in sehr dunkles Licht wechselt, dann stellen beide Uhren die Ablesbarkeit sicher. Das 41mm Automatikmodell kostet im Oktober 2020 925,08 € am Lederband und die 39mm Version mit dem POW Handaufzugswerk hat einen Verkaufspreis von 778,86 €. Es gibt noch verschiedene andere Varianten, die sich alle in der Preisregion zwischen 780 und 925 Euro bewegen, zu finden auf der Internetseite von Circular. Einen Link zu der Seite stelle ich euch unten in die Videobeschreibung. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Kommentar da. Ihr könnt, falls noch nicht geschehen, meinen Kanal auch abonnieren und mich weiterempfehlen. Ich werde in Zukunft noch mehr Uhren dieser Art vorstellen, aber auch Uhren mit einem ganz, ganz anderen Stil. Ich freue mich auf euren Besuch und eure Kommentare. Bis dahin, tschüss, euer Axel.